In dieser Woche sind die Temperaturen im Vergleich zum vergangenen sehr warmen Wochenende ja deutlich gesunken. Und damit nähern sich auch die Temperaturen in der Nacht dem Gefrierpunkt. Zunächst ist das Wetter noch unbeständig und vielerorts bewölkt. Und durch die Wolken kann es in der Nacht nicht so stark auskühlen. Aber bis zum Ende der Woche stabilisiert sich das Wetter durch Hochdruckeinfluss. Die noch feuchten Luftmassen über Deutschland trocknen damit zunehmend ab. In den nächsten Tagen kann sich in der noch feuchten Luft gebietsweise Nebel ausbilden, und zwar dort, wo die Wolken auflockern. Zum Ende der Woche ist die Luft dann so weit abgetrocknet, dass der Taupunkt deutlich sinkt und sich Nebel eben nicht mehr so schnell ausbilden kann. Und dadurch können auch die Temperaturen in der Nacht noch weiter sinken, und sie sinken am Alpenrand, im Bayerischen Wald und in einigen Mittelgebirgstälern unter den Gefrierpunkt. Aber zugleich ist es untertags sehr sonnig und stabil. Die Temperaturen steigen im Norden und im Westen Deutschlands auf Werte an die 20 Grad. Die besten Vorhersagen für einen Ort finden Sie auf weather.com.